Hallo und einen schönen guten Tag. Mein Name ist Andrea Heckmann und ich bin Expertin für Lebensmotivation. Schön, dass du dir dieses Video anschauen möchtest und ich freue mich ganz besonders beim Start in diesem Jahr, in 2018, in diesem neuen Format der Lebensmotivations-Flashmob. Ich habe heute einen ganz tollen Gast zu Besuch hier in diesem Interview. Das ist die Sabine Dinkel. Als Autorin und Bloggerin und Coach ist sie selber an Krebs erkrankt. Und mit ihr spreche ich heute über Lebensmut, Lebensmotivation und all die anderen Dinge rund um den Krebs. Ich wünsche euch nun viel Spaß oder dir nun viel Spaß. Los geht's! Los geht's! Ha. Ja, ich freue mich, dass ich dich heute bei mir vor der Linse habe. danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir gemeinsam heute ein bisschen Mut zu verbreiten. Ja, danke, dass du mich gefragt hast. Ich habe mich sehr gefreut und ich finde es auch toll, dass das gerade so schön passt. Liebe Sabine, magst du dich denn einmal kurz vorstellen für die Menschen, die dich noch nicht kennen? Ich glaube zwar nicht, dass das, also es gibt, glaube ich, wenige, die dich kennen, noch nicht kennen. Also. Nee, ich bin ja kein Promi. Wer bin ich? Ich bin Sabine Dinkel, 50 Jahre alt, habe gerade den Faden verloren und hergeführt sozusagen in dieses Interview hat mich eine Erkrankung, und zwar Eierstockschniebtröte, das ist Eierstockkrebs, aber so habe ich es getauft. Und ich bin gleichzeitig, arbeite ich als Existenzgründerberaterin und Coach und habe schon immer Menschen begleitet, sehr viele Jahre lang. In meinem alten Leben war ich Personalreferentin und ganz früh habe ich auch mal eine Tischlerlehre gemacht bei meinem Vater, der war Restaurator. Und inzwischen bin ich auch Autorin, also mittlerweile dreifach. Ich habe ein Buch über Hochsensibilität geschrieben und über, also Krebs ist, wenn man trotzdem lacht, und noch einen Cartoon-Comic. Ich habe das zufällig hier. Ja, welcher Zufall. Genau. Ja, und das ist so das, womit ich mich beschäftige. Ich gebe noch Workshops, vor allem Thema Zeichnen und Thema Humor. Ja, und ich glaube, das ist es erstmal. Und ich habe zwei wunderbare Hunde, einen wunderbaren Mann, ein Hund liegt neben mir, den kann ich ja mal kurz zeigen. Au, oh ja, mach das mal. Das ist die Frieda. Frieda schläft. Ja. Ich hätte jetzt auch noch ein, zwei Fragen an Frieda, aber naja, sie schläft ja. Sie schläft, vielleicht beantwortet sie die nachher. Jetzt später. Den Bauch kraulen. Oh, Hund möchte ich auch sein. Schön. Wenn sie eine Katze würde, sie, glaube ich, schnurren. Das können Hunde auch. Ja, das stimmt. Grauens, die machen manchmal so Grauensgeräusche, so wie Schnarr. Das stimmt. Sabine, wie bist du auf die Idee gekommen, deinem Krebs so lustige Namen wie Schniebtröte zum Beispiel zu geben? Ja, also auf den Namen Schniebtröte bin ich gekommen von den tollen Comics von Erzähl mir nix. Mhm. Die geistern ja auch durch Facebook und Twitter und die sind immer so herrlich direkt und auf den Punkt und sehr minimalistisch. Und da hat die Autorin halt das Wort Schniebtröte benutzt und ich habe sie dann angeschrieben und gefragt, ob ich das Wort für meinen Krebs benutzen darf und ob der auch in das Buch kommen darf. Und da war sie sofort einverstanden und und das war irgendwie ganz schön. Und wie bin ich generell darauf gekommen, Dinge umzubenennen? Das ist einfach so, nach der Schockdiagnose war ich ja erstmal zu nichts fähig und war total emotional abgerauscht. Und da mir aber schon immer Humor geholfen hat, irgendwie aus Krisen rauszufinden und mein Mann auch sehr wortaffin ist und ich ja im Grunde auch, haben wir irgendwann angefangen, Dinge umzubenennen, weil ich kriege zum Beispiel das Wort Metastasen kaum über die Lippen, auch jetzt durchzuckt, wenn ich Metastasen sage, und dann haben wir sie Doofmannsgehilfen getauft, weil das entlockt mir immer irgendwie ein Grinsen, wenn ich sage Doofmannsgehilfen,
Und meine speziellen Doofmannsgehilfen sitzen ja derzeit in der Bauchdecke, beziehungsweise jetzt haben wir sie ja gerade durch die letzte Chemo weggepriezt. Na, ich wollte gerade sagen, die sind ja gerade ja wohl hier, genau, ne? Genau. Und genau. Die habe ich Familie Bauchfellflo genannt. Also unter anderem, also federführend in der Bande sind Flo Kati und Florian. Und die sind gerade heimatlos geworden. Die haben ihr Sack und Pack, ihr Bündel gepackt und sind ausgezogen. Und also halt Mietnomaden, ne? So. Und ja, die sind jetzt raus, die wollen natürlich wieder rein, aber im Moment habe ich ja Leon, den Profi, an meiner Seite seit ein paar Tagen. Leon, mhm, ist Killer, ein neues Medikament. Und das zerstört sozusagen die DNA dieser Bauchfellflöhe, dass die sich nicht immer gleich wieder sozusagen zusammenrotten. Und ja, so habe ich sozusagen eine Sprache entwickelt, die es auch anderen und Nicht-Betroffenen leichter macht, mit mir zu reden. Also die trauen sich eher zu sagen, hey, wie geht's denn den Bauchfellflöhen, oder beziehungsweise was macht Hildegard deine Angst? Also meine Angst heißt Hildegard, die sitzt immer auf meiner Schulter. Und also nicht immer, sondern aber wenn sie dann jammert, dann hockt sie hier und flüstert mir ihre Sorgen ins Ohr. Und ja, das ist einfach ein Weg, zu gehobener Gestimmtheit zu kommen, wenn sozusagen alles kacke ist. Und das ist schon ziemlich genial. Das ist ja auch mega wichtig, durch so eine Zeit dann so positiv zu kommen. Ja. Wie ist deine Einschätzung? Ich glaube, ich frage sie trotzdem die Frage, wie ist deine Einschätzung? Ist es einfacher, positiv da durchzugehen, als sich zu quälen und immer zu sagen, oh, was eine Schiete, ja, was bin ich doch arm dran? Ja, absolut. Also wenn, das eine ist ja die Opferhaltung. Also ich bin da natürlich zwischendrin auch mal drin und ich bemitleide mich auch phasenweise ganz doll. Gleichwohl ist der Mensch in der Opferhaltung nicht selbstwirksam. Also dann gibt es sozusagen die Fernbedienung an andere. Also die anderen sind schlecht, die anderen sind böse. Und ich will nicht, dass jemand die Fernbedienung annimmt und mich bestimmt. Und indem ich sage, nein, also ich bin weg vom Problem hin zur Lösung. Also es klingt so abgedroschen, aber es ist wirklich so, ich kann problemfokussiert denken. Dann sehe ich sozusagen, habe ich so eine schwarze Brille auf und sehe nur die Gruseligkeiten, die das Leben so bietet. Oder so mangelorientiert, defizitorientiert. Das will ich nicht sein. Und ich habe sozusagen eine, ich sage immer, ich habe eine gelbe Brille auf, rosa wäre zu voll, ne? Rosa ist es ja nicht, aber gelb zumindest, und ich sehe die Schönheiten. Und ich habe ja gelernt durch diverse Lektüre und so, dass man mindestens immer das Verhältnis 3:1 braucht. Also jede Gruseligkeit braucht immer dreimal was Positives, um neutralisiert zu sein. Dann ist dann sozusagen alles erstmal im Lot, auf der Nulllinie. Und deswegen ist es immer gut, sich so mit positiven Dingen vollzuknallen, sag ich jetzt mal, damit man Puffer hat. So wie das, du das heute Morgen auch in deinem Blogbeitrag gemacht hast, zum Thema, ja, glücklich sein. Ja, ich habe gestern wirklich, war ich einfach Glück pur, bin total übergesprudelt und habe gedacht, diesen Moment will ich festhalten. Wie mache ich das? Und dann habe ich es verblockt, weil ich wollte es konservieren einfach. Für die Zukunft, wenn es mir mal wieder doof geht. Und dann will ich das lesen können und mich erinnern und diese Gefühle wieder heraufbeschwören. Und deswegen will ich es konservieren, weil ich bin leider auch sehr tüdelig geworden. Ich war vorher schon tüdelig. Es liegt bestimmt an der Hochsensibilität, die ja auch noch sozusagen ein Teil von mir ist. Aber jetzt durch die Chemotherapie und ich habe gehört, dass im Grunde dieses Chemo-Brain, was es im Fachbegriff tatsächlich gibt, ein Teil einer oder ein wesentlicher Teil einer posttraumatischen Belastungsstörung ist. Also es wird erforscht in Studien und man hat hier eben rausgefunden, die Symptome gleichen einer posttraumatischen Belastungsstörung, und da schaffe ich es auch gut, Sachen zu vergessen. Ich kann mich erinnern, nach der Notaufnahme, damals, als ich ins Krankenhaus kam, ich kann mich an die Woche kaum noch erinnern. Und die war natürlich super intensiv, also die habe ich weggepackt. Ich will die auch gar nicht wieder. Das ist Wahnsinn. Nee, das glaube ich wohl, ja. Ja, also, das schützt uns unser Körper, und das ist auch vielleicht ganz gut so manchmal. Ja. Ne? Was würdest du denn sagen, habe ich das selber in der Hand, positiv oder negativ zu sein? Also kann ich selber den Schalter umkippen? Ja, absolut. Also das ist Training. Also ich komme wirklich aus einem Elternhaus, wo eher problemorientiert gedacht wurde. Meine Eltern sind Kriegskinder gewesen
und haben natürlich auch ihr Trauma davon getragen und waren sehr, also hatten auch beide Depressionen. Also meine Mutter sehr lange, aber mein Vater auch. Die waren nur sozusagen anders verkleidet. Und die hatten ein sehr problemorientiertes Denken. Und gleichzeitig, meine Mutter war sehr lebenslustig, mein Vater nicht ganz so. Hat meine Mutter mir viel Humor mitgegeben. Sie hat trotzdem, trotz ihrer Depression, irgendwie auch immer den Humor noch gehabt. So. Mhm. Ist ihr bestimmt nicht bewusst gewesen, war aber einfach so. Und ich bin sozusagen unter schwierigen Bedingungen groß geworden. Also schwierige Bedingungen. Es war immer düster, es war immer traurig. Wir hatten meine Oma als Pflegefall 5 Jahre zu Hause. Mhm. Ja, die Bedingungen waren ungünstig, sag ich mal, um jetzt super fröhlich sich aus dem Kram rauszuschlawenzeln. Und ich habe natürlich meine Jahre gebraucht. Ich habe jetzt 50 Jahre auf dem Buckel und bin bestimmt schon, Gott, keine Ahnung, 30 Jahre dabei, an mir zu arbeiten sozusagen, selbstwirksam zu sein. Habe auch Sachen aufgearbeitet mit meinen Eltern. Und das habe ich geschafft, weil ich es selber gemacht habe. Also es kann keiner für mich tun. Mich können Leute unterstützen, so wie du Menschen unterstützt und wie ich im Coaching Menschen unterstütze. Aber tun muss ich es ja selber. Richtig, das stimmt. Ja. Ja, das war mir nochmal ganz wichtig zu fragen, weil du kennst es auch aus dem Coaching. Hier herrschen immer die unterschiedlichsten Meinungen. Viele glauben nämlich, dass sie wirklich unsere Unterstützung brauchen, um aus der Sache rauszukommen und verstehen gar nicht, dass sie selber wirklich der wichtigste Mensch sind und auch derjenige, der den Schalter umkippt. Den können wir nicht umkippen. Nee, das muss man wirklich selber tun. Wir können beschreiben, wie es funktionieren kann, aber tun muss man das selber. Und man kann das jederzeit tun. Das glaube ich genauso wie du. Ja, das stimmt. Also ich habe es ja am eigenen Leib erfahren und ich kenne ja genug Menschen, denen es auch so geht. Ja. Und das ist einfach der Beweis. Das ist der lebende Beweis. Also der lässt sich eben wirklich einfach im Handeln und so wiederfinden. Jetzt habe ich dich ja erst kennengelernt, leider mit deinem Buch Krebs ist, wenn man trotzdem lacht, und weiß, dass du vorher auch im Coaching-Bereich und Existenzgründung unterwegs warst. Mhm. Wie war es mit deinem Blog? Hattest du den auch schon vorher? Oder? Den hatte ich auch schon vorher, genau. Also in dem Blog, also ich habe auch in dem Blog nicht wirklich eine Strategie, dass ich sage, in dem Blog gibt es immer nur Tipps und Tricks oder es gibt immer nur dies und immer nur das. Ich habe gemerkt, das bin ich nicht. Mhm. Ich blogge, wenn ich was zu sagen habe. Und das kann was Persönliches sein, aber das kann auch ein Tipps- und Tricks-Beitrag werden. Das kann aber auch ein Beitrag werden, wo ich jemanden vorstelle. Ich möchte da sozusagen die Impulse, die so auf mich zuflattern, aufnehmen. Und ich habe keinen Redaktionsplan, ich habe keine Marketingstrategie. Ich schreibe einfach so, wie ich möchte, weil wer will mir das verbieten? Das ist ja meine Entscheidung und mit meiner Selbstständigkeit, die ich vor 7 Jahren begonnen habe, fing die Freiheit an. Ich konnte endlich Schabernack machen. Und und das genieße ich sehr. Es geht gar nicht darum, damit irgendwie also sozusagen reich und berühmt zu werden, sondern Spaß haben. Also ich will wirklich, mein Motto ist ja das lustige Leben oder auch das Motto meines Mannes, das ist unser gemeinsames Motto, das kam von Michael aus Lönneberger. Und dann haben wir gesagt, ja, das wollen wir auch, das lustige Leben. Das findet sich auch in meinem Blog wieder. Das stimmt. Ist der Blog wichtig? Also ist er wichtig während deiner Erkrankung gewesen? Ja, auch. Also während der Erkrankung war Facebook wichtiger. Also im Grunde ist Facebook ja so eine Art Mikroblogging. Mhm. Und ich habe auf Facebook meine Cartoons gepostet und immer mit den kleinen Geschichten dazu. Und das war ja erstmal nur ein eingeschränkter Nutzerkreis, weil es natürlich auch so, bis ich dahin kam, mich damit zu outen und rauszugehen, war das schon ein Weg und eine, ich musste das erstmal Phase für Phase angehen. Und da habe ich eher Mikroblogging gemacht. Ich habe aber in der Zeit auch die Weekly Wilma entwickelt. Mhm. Für die Weekly Wilma brauchte ich wieder Blogbeiträge. Also hatte ich so den Anspruch. Und so kam eins zum anderen. Aber ich glaube, Facebook war wichtiger. Facebook war wichtiger. Ja, weil das unmittelbar ist. Also da war ich unmittelbar, so wie als wenn ich mich in einem Café, also eben nur ein virtuelles Café, aber so als wenn ich mich im Café mit Menschen treffe.
und austausche. Das habe ich jetzt nicht so. Und das funktioniert bei Facebook doch recht gut, ne? Dass man da auch einen direkten Austausch hat, ne? Ich liebe es. Also ich mache auch. Auch. Ich spreche auch gar nicht mehr mit Leuten, die so Facebook-Gegner sind. Ne? Da habe ich mich früher mal dran abgearbeitet, wollte die überzeugen oder irgendwie. Mm. Das mache ich nicht mehr. Das hat gar keinen Zweck, will ich gar nicht mehr. Und ich habe also die Leute, die ich auf Facebook um mich habe, das sind einfach leidenschaftliche Facebooker. Und das macht Spaß. Das ist ein Geben und Nehmen und ein wunderbares Unterstützen. Genau, und man lernt so tolle Menschen kennen, die man im wahren Leben wahrscheinlich nicht so schnell kennenlernen würde, ne? Weil wir sind ja auch räumlich sehr weit auseinander. Ja. Das hätte wahrscheinlich noch ein paar Jahre gebraucht, bis wir uns kennenlernen. Ja, absolut. Also wenn überhaupt. Ich danke dem Internet. Ich danke auch Facebook. Also mir geht es da ähnlich wie dir, die es verteufeln, das ist okay. Das hat auch lange gebraucht, bis ich das verstanden habe. Ja. Aber lass uns doch einfach die Vorzüge genießen und die neuen Menschen kennenlernen mit denen, die wir uns schon verbündelt haben. Ist mir immer wichtig, sich dann mal auch live im Leben in 4D zu treffen. Und das funktioniert echt perfekt. Ja. Ja. Ja, vor allem man fremdelt nicht mehr, wenn man sich dann sieht. Das ist so richtig. Toll, weil genau. Wir haben uns ja ständig synchronisiert. Mit jedem Like, mit jedem Herzchen, mit jedem Kommentar schneiden, kannst du drin lassen. Synchronisieren wir uns ja. Und das wird ein Outtake. Es wird ein Outtake, ne? Genau. Ja, und ich merke das mit Freunden, die nicht auf Facebook sind, nicht bei WhatsApp. Gut, viele sind jetzt wenigstens bei WhatsApp oder nicht auf Twitter. Ich bin ja auch noch bei Instagram und du, glaube ich, ja auch überall. Ja. Ja. Da merke ich, dass wir brauchen immer erstmal eine Anlaufzeit, wenn wir uns wiedersehen. Wir müssen erstmal wieder miteinander warm werden. Das habe ich mit den Facebookern nicht. Und man hat ja schon das Gefühl, also ich meine, wir beide haben uns ja heute zum ersten Mal via Zoom jetzt gesehen. Ja. Man hat das Gefühl, man kennt sich schon. Ne? Ja. Also wir konnten uns über Facebook aneinander gewöhnen und ja. Auch so ein bisschen gucken, wie tickst du? Ich meine, gut, ich habe dein Buch gelesen, da steht sehr viel über dich drin. Ja. Mein Buch ist noch nicht fertig, das dauert wohl auch noch ein bisschen. Ich bin gerade dabei, ja. Aber ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass es sofort fertig wird, weil ich ja auch noch 1000 andere Projekte habe. Ja. Ist das so, läuft das so ein bisschen nebenher und wenn ich dann mal Muße habe zum Schreiben, dann tue ich das. Und dann kommt es auch meistens so, also es muss fließen. Ja, genau. Ja. Wichtiger Punkt, der Flow. Und wenn es fertig ist, ist fertig. Ja. Genau, nicht die Bauchfellflöhe, sondern der Flow. Sehr geil, sehr schön. Ja, ich will nicht den Flow, sondern den Flow. Sehr schön, danke. Ja. Das ist auf jeden Fall. Ja, ich habe dein Buch auf jeden Fall schon ganz vielen Menschen hier auch weiterempfohlen. Schön. Es ist eine total tolle Art, mit dem Krebs sich vertraut zu machen. Also da schaffst du eine wunderbare Basis, indem du auch über deine eigenen Erfahrungen sprichst und hier ein Vokabular zur Verfügung stellst, wo ich überlegt habe, wollen wir hier vielleicht mal so neue Sprachlernkurse, Deutsch-Krebsisch einführen. Da können wir vielleicht auch noch mal ins Gespräch kommen. Ja, stimmt. Und was ich gerade schon dir im persönlichen Gespräch anvertraut habe, was ich festgestellt habe, wenn man ein Buch liest, sollte man das noch ein zweites und drittes und viertes Mal in die Hand nehmen, weil ich habe mich heute nach gefühlten Jahren, nein, es ist noch nicht so lange auf dem Markt, dein Buch, ne? Aber nee. Ich habe es schon oft in der Hand gehabt und gerade heute habe ich es erst gesehen, dass du den Lebensmut auch hier direkt im Titel verlinkt hast. Und das ist schon ein bisschen peinlich, ne? Aber ich habe mich sehr gefreut, weil ich als Expertin für Lebensmotivation beschäftige mich mit dem Thema tagtäglich und ich finde, das ist ja auch unser Geschäft. Mhm. Die Psychoonkologie mag ich nicht so gerne, weil es mir einfach zu sperrig ist, dieses Wort. Ne? Also wenn du die Schniebtröte für dich hast, habe ich die
Die ja. Lebensmotivation anstatt der wunderschön. Anstatt der Psychoonkologie. Ja. Um da mal jetzt einzuhaken nochmal, mich würde ja. natürlich interessieren, wie war deine psychoonkologische Versorgung die während der Zeit oder ist? Ja. Die, ich schenke mir mal kurz noch was zu trinken ein. Das so. Ist gut. Ja, trinken ist immer wichtig. Ja, auf jeden Fall. Und Leon, der Profi, macht am Anfang ein bisschen Mundtrockenheit. Okay, das ist nicht gut. Nee, so. Ja, also ich hatte ich hatte Glück. Ich hatte eine tolle psychoonkologische Betreuung. Es ging los im Krankenhaus. Mhm. Besonders in der Uniklinik, wo ich operiert wurde, da habe ich gleich eine Psychoonkologin gleich angeboten. Und ich nenne sie mal die Christina Schmitz. Die hat mir auch diese schöne Metapher von den Planeten gegeben. Also, mhm. dass man quasi wie so ein Astronaut auf so einem fremden Planeten abgeworfen wird und überhaupt gar nicht weiß, wo bin ich denn gerade. Und ich habe das ja dann Planet Schniebtröte später getauft. Und dieser Planet ist natürlich im ersten Augenblick total gruselig. Und auf diesem Planeten ist ja auch schon meine Mutter verlustig gegangen. Die hatte ja Hirnschniebtröte, also ein Glioblastom, mhm. also kein witziger Krebs. Also kein Krebs ist witzig, aber Glioblastom ist natürlich richtig doof. Naja, da kenne ich mich ja aus, das hatte mein Vater ja auch. Ach ja, stimmt, ja. Mhm. Und ja genau. Und die Christina Schmitz, die war toll, also ist auch toll. Also sie ist ja noch aktiv und ich habe auch noch einen guten Kontakt mit ihr und die hat mich abgeholt und sie war es auch, die mich ermutigt hat, mit den Comics mehr zu machen, also weiter zu zeichnen. Ich habe ihr die dann gezeigt und da hat sie mir auch wirklich Mut zugesprochen, die mal den Schwestern zu zeigen. Die Schwestern sind dann losgezogen, haben sie den Ärzten gezeigt und das war schön und so wurde ich immer mutiger. Dann, als ich aus dem Krankenhaus rauskam, ich wollte nicht immer ans UKE fahren, das war mir einfach zu weit von dem Ort, wo ich wohne. Also ich wohne in Hamburg-Bergedorf, das ist so am Stadtrand und UKE ist so mitten in Eppendorf und dort war ich ewig hin und ewig zurück und parken ist teuer und so. Ja, wirklich, also ich parke da, also wenn ich Selbsthilfegruppe habe, ich zahle immer 12 Euro parken. Oh, ja. Das ist eine teure Selbsthilfegruppe. Das ist also wirklich, ja. Aber lohnt sich. Und ja, und dann habe ich mir eine Psychoonkologin bei der AWO gesucht, bei der Arbeiterwohlfahrt, mhm. weil die Psychoonkologen, die ich angerufen hatte, die hatten natürlich alle Wartelisten, wenig einfach. Und dann hat mir eine Psychologin aber die AWO empfohlen, also Psychoonkologen, die hat gesagt, fragen Sie da mal. Und bei der AWO bin ich dann weiter betreut worden, bis die Psychoonkologin schwanger wurde. Das ist aber auch ein Ding, ne? Ja, das war aber irgendwie, das war okay, weil ab da konnte ich erstmal alleine weiterlaufen. Das war wirklich ganz gut. Ich habe mir dann gar keine neue gesucht. Mhm. Und aber als ich jetzt das Rezidiv bekam, das war ja, also die endgültige Diagnose, dass der Scheiß wieder da ist, war im April dieses Jahres. Und da habe ich gesagt, ne. Jetzt brauche ich einen echten Profi an meiner Seite. Die anderen waren auch Profis, aber jetzt will ich mal den Tod richtig in den Rachen gucken oder vielleicht ist er auch gar nicht so gruselig. Dann habe ich mir eine Lebens- und Sterbeamme an die Seite geholt. Und zwar eine ziemlich geniale. Ja, das ist einfach der kleine Frau. Und sie macht ja auch, also sie hat ja die Ausbildung zur Lebens- und Sterbeamme erfunden. Und ich habe so ein Schweineglück, die wohnt in Bergedorf. Also ich meine, was für ein Glück ist das? Ich wohne in Bergedorf und sie wohnt in Bergedorf und ich habe da eine Viertelstunde Fahrt hin. Keine 12 Euro parken. Keine 12 Euro parken. Ja, der Unterschied ist jetzt, ich zahle für die Beratung bei Claudia, aber ich zahle das gerne und sie hat halt auch so ein Systemzahl, die Preise sind ja auf ihrer Webseite, ich kann dir ja verraten, also zahl zwischen 60 und 80 Euro die Stunde, so wie du kannst. Ich kann im Moment nur 60 Euro die Stunde zahlen, weil ich jetzt habe über 7 Monate kein Geld eingenommen. Und das ist immer das Problem in so einer Erkrankung, ja. Ja, und ich bin auch nicht abgesichert, also ich kriege kein Krankengeld. Ich habe damals einen Krankenkassenbeitrag sparen wollen, auch zu Recht, ist ja okay. Und hatte eine kleine Rücklage durch den Tod meiner Eltern. Also ich hatte das Haus verkauft, es war nur so ein kleines Haus, ich bin jetzt nicht reich gewesen oder so, aber meine Rücklage ist jetzt fast abgeschmolzen. Und jetzt will ich auch wieder arbeiten. Aber
dieses Geld ist ein gut investiertes Geld, weil was ich bei Claudia lerne, das ist der Knaller. Ja, wirklich. Ich bin so beglückt. Also sie hat einen maßgeblichen Teil daran, dass mir gerade so die Sonne aus dem Allerwertesten scheint. Schön. Ja. Ja, ich habe ihre Arbeit allerdings nur leider aus der Entfernung mitbekommen und ich finde die Frau auch grandios. Ja. Und hoffe, dass ich sie auch mal irgendwann vor die Kamera bekomme. Also, das wäre doch toll. Ne? Ja. Das fände ich auch toll. Kann sie ja mal fragen. Oh ja! Und wieder einen Faden verloren. Das ist bei mir gerade so üblich. Macht nichts. Oh, ich gerade auch, du. Das ist, glaube ich, ansteckend. Da fliegen so die Gedanken plötzlich weg und ich kann noch so Tschüss sagen. Und ich bin wieder resettet und alles ist neu. Also es ist eigentlich ein lustiger Zustand. Aber wenn du das sagst, dieses Tschüss sagen ist dann auch echt wichtig. Ja. Ne, das machen nämlich viele nicht. Die machen in dem Moment so einen Mist. Ja, genau. Und wollen noch so hinter den Gedanken hinterher. Und das funktioniert dann nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Weil von daher ist es schon schön, dass du dann wirklich sagst, dich zurücklehnst und sagst, mach's gut. Wir fangen dann nochmal von vorne an. Ich hatte das neulich mit einer Freundin und der flogen auch ständig die Gedanken weg. Und wir waren beide so übersprudelnd, als wir uns getroffen hatten. Wir hatten uns lange nicht gesehen und ständig waren wir dabei, tschüss, 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 und haben gekichert und irgendwie war alles schön. Trotzdem. Es ist halt, wie es ist, ne? Es ist, wie es ist. Und das anzunehmen ist schwierig, aber einfacher als es wieder sich ziehen zu wollen. Ja, manchmal ängstigt es mich auch, aber nicht mehr so oft. Also es ist wirklich so, ich gewöhne mich an so vieles, was mich vor kurzem noch geängstigt hat. Also wie meine tauben Füße. Ich habe von der Chemo halt so diese Neuropathie oder wie das heißt? Polyneuropathie. Polyneuropathie, genau. Und die ist bei mir sehr ausgeprägt, dass ich teilweise meine Füße gar nicht spüre und ich kann auch nicht so schnell aufstehen, weil ich sonst irgendwie hinschlage. Und manchmal auch die Socken anziehen oder eine Hose, da bleibe ich dann so hängen. Und das hat mich teilweise wütend gemacht. Mhm. Jetzt mittlerweile lache ich teilweise darüber oder kann schon immer öfter darüber lachen, wie schräg meine Füße drauf sind. Nachts manchmal, da ist das so, als wären die in so einen Schraubstock gespannt. Okay. Also nachts muss irgendwas im Körper sozusagen aktiv werden, dass die Nerven sich melden. Aber so am Tag über merke ich das oft gar nicht mehr, weil ich da an andere Dinge denke. Ne? So. Mhm. Oder ich muss ja auch manchmal spontan aufs Klo rennen. Ich habe mal den Fachbegriff im Morbus Crohn-Forum gefunden. Das heißt imperativer Stuhlgang. Und, imperativer Stuhlgang. Ja, und deswegen kann ich auch nicht so unbeschwert mit den Hunden Gassi gehen. Ich habe im Moment auch einen Gassi-Service. Muss einfach sein, weil wenn ich unterwegs bin, ich habe da zwei so sture Bassets links und rechts an der Seite, die mich weitergehen wollen und ich muss. Ne? Geht nicht. Und, das ist dann auch nur Stress pur. Das muss das man nicht ist haben. Pur, ja. Und, aber auch an das gewöhne ich mich. Weißt du, ich bin manchmal so dankbar, dass ich das habe und nicht einen Darmverschluss. Ich habe so viele Mitpatienten, die über einen Darmverschluss jammern. Und dann denke ich überhaupt, danke, imperativer Stuhlgang. Ja, schräg irgendwie. Manchmal aber das haben wirklich viele, diese Problematik. Da bist du nicht allein. Ja, also ich höre das ganz viel und... Ja. Aber selbst daran gewöhne ich mich. Ich finde es nicht geil, auch die Bauchpunktion. Ich werde ja andauernd in den Bauch gestochert, weil sich da immer Wasser sammelt in Lymphen. Mhm. Und ach Gott, ja, das sind jetzt, ich glaube, 15 habe ich jetzt schon gehabt in den letzten 2 Jahren oder 16. Also einmal im Krankenhaus mehrere Tage so eine Drainage. Mhm. Ja, es ist nicht mein Lieblingstermin. Gleichwohl habe ich den Onkologen eine halbe Stunde mindestens oder manchmal auch eine Stunde neben mir sitzen und kann ihm ein Loch im Bauch fragen. Das ist auch nicht schlecht. Wann habe ich ihn sonst so lange? Und beim letzten Mal hat er dir, glaube ich, gesagt, du dürftest dann jetzt wieder Schokolade essen, ne? Ja, er hat mir ja 2,2 Liter abpunktiert beim letzten Mal. Dann hat er gesagt, so Frau Ding, jetzt kann sie wieder 2,2 Kilo Schokolade essen. Und das mag ich so an ihm. Weißt du, da wollte ich erst runterschreiben, deinen Onkologen brauche ich. Ja, der ist ganz toll. Ich verrate jetzt auch nicht, welcher das ist, weil die rennen eh schon die Bude ein. Dann kann man da, nee, tu das auch lieber nicht, das stimmt. Nee, das wäre... Die Psycho-Onkologen wollen wir huldigen, dafür gibt es zu wenige. Ja. Auch zu wenige gute leider. Und mich freut das total, dass du so eine gute Begleitung erfahren hast zum einen. Du hast sie ja sofort, glaube ich, bekommen in der Uniklinik, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Du meinst die psychoonkologische Begleitung? Die psychoonkologische Begleitung. Ja, genau. Also die Diagnose habe ich in einer anderen Klinik bekommen in Mecklenburg. Da war ich gerade und wollte einen Workshop geben. Die haben mir aber auch gleich eine Psychoonkologin an die Seite gestellt, nachdem die Diagnose klar war. Siehst du, und sowas freut mich immer zu hören. Das ist echt, das ist leider nicht so Usus, und deswegen finde ich das immer umso schöner. Ja. Und ich finde, das ist das dann auch wert zu huldigen. Absolut. Denn so muss es sein. Ja, absolut. Ja. Der Schock sitzt so dermaßen in den Knochen, da braucht es Unterstützung. Ja, dass du zumindest jemanden kennst, wenn du auch mit dem Namen Psycho-Onkologe erstmal nichts anfangen kannst. Aber du weißt, da ist jemand, an den ich mich wenden kann, wenn irgendwie was mal ist. Ne? Ja. Am Anfang hast du sowieso den Kopf so voll und musst dich erstmal auf deinem Planeten zurechtfinden. Ja. Aber du hast den Psycho-Onkologen dann schon kennengelernt. Ja. Aber man muss sich natürlich auch danach irgendwann selber auf den Weg machen und überlegen, was möchte ich machen, welche Begleitung möchte ich haben. Ja. Und das ist oftmals dann auch die Schwierigkeit. Das muss auch typbedingt. Es gibt ja Leute, die eher in Foren unterwegs sind. Also ich bin auch in Foren, ich bin auch auf Facebook in zwei Eierstock, Selbsthilfegruppen. Und ich bin auch im Forum, aber da bin ich erst neu, da traute ich mich auch jetzt erst rein. Also ich hatte auch also eine bestimmte Phase, wo ich gar nicht alles über meine Erkrankung wissen wollte. Aber nach dem Rezidiv bin ich mutiger geworden und bin jetzt auch ins Forum eingetreten, aber noch nicht so aktiv, das will ich aber noch werden. Und ich habe mich auch nicht in eine Selbsthilfegruppe getraut, wo nur Leute mit meiner Erkrankung sind, zumal es da kaum welche gab bis weil es dann salopp hieß, die sterben ja immer so früh. Ja, toll, danke. Wir sterben alle so früh. Ich kenne wirklich Eierstockschniebtrötis, die schon 10 Jahre auf dem Buckel haben. Mhm. Und also sie leben wirklich. Das UKE hat mir da keinen Mist erzählt, sondern ich habe sie kennengelernt. Die haben mich über Facebook angechattet und wieder den Faden verloren. Ich auch. Ey, das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Wir waren bei den unterschiedlichen Typen, was die Beratung und Begleitung betrifft. Ja, genau. Und dann bin ich noch gleichzeitig in so einer gemischten AWO-Gruppe. Also da sind unterschiedliche Schniebtrötis, auch Männer. Also bin ich nicht nur unter Frauen. Und die ist auch ganz toll. Mhm. Also, wir bereichern uns da auch gegenseitig. Und mein Mann geht ja oder ging bis vor kurzem in eine Angehörigengruppe. Genau, da wollte ich nämlich, danke, dass du das sagst, die Angehörigen, die vergessen wir ja oftmals sehr gerne. Hat er auch eine Begleitung erfahren dürfen, so wie du? Ja, er hat auch mit der Christina Schmitz im UKE 2 Termine gemacht und wir haben auch zusammen gemacht. Und er war auch bei der AWO, da waren wir auch gemeinsam im Termin und er kann da jederzeit ja auch Einzeltermine bekommen. Ihm hat aber die Angehörigengruppe, in die er dann aufgenommen wurde, als ein Platz frei wurde. Es ist ja mal so, ein Platz frei ist ja auch mal behaftet. So, oh Gott, ist da jetzt einer gestorben? Oder ist da nur einer so rausgegangen, weil er die Hilfe erfahren hatte, die er bekommen hat? Das ist ja ganz bunt gemischt. Und da hat er sehr von profitiert, von der Angehörigengruppe. Und ja, und er war auch schon bei Claudia Kardinal und könnte da jederzeit wieder hingehen. Aber im Moment wartet er auf die neue Angehörigengruppe, weil die alte hat sich jetzt sozusagen in eine Trauergruppe leider verwandelt. Oh. Ja, aber es ist, wie es ist. Ja, das stimmt. Und dann fängt eine neue an und da geht er dann wieder mit Freude hin. Klasse. Ja. Jetzt hattest du vorhin so ganz provokant gesagt, du wolltest nach deiner Neuerkrankung deinem oder dem Tod ins Auge schauen und hast dir deswegen die Claudia Kardinal ausgesucht. Ja. Hat dir das geholfen? Total. Also ich bin damit auch noch nicht durch, weil im Moment sagt sie, also sie sagt so, ich habe zwei Arten von Planung oder zwei Arten von Vorbereitung oder Lebensplanung. Einmal die irdische, also das Hier und Jetzt, und einmal die für die andere Seite. Also ich nehme die andere Seite. Und the other side of life. Ja, also es gibt ja so viele Bilder, die man dazu erschaffen kann. Und ich finde, ich wechsle die Seiten ganz sympathisch als Bild. Ich weiß noch nicht, ob es mein finales Bild wird, aber ich finde das irgendwie gut. Also ich gehe schon mal voraus auf die andere Seite und der andere kommt irgendwann nach. Und das hilft mir, sie
hilft mir dabei, mir ein Bild von der anderen Seite zu machen. Also beziehungsweise ich entwickle das ja selber, weil keiner weiß, wie es auf der anderen Seite ist. Die Religionisten glauben andere Dinge als die Esoteriker und ich bin Atheist. Hab's schwerer, weil ich nichts habe, an das ich mich klammern kann. Und das schaffe ich mir gerade selber. Und das ist echt Entwicklungsarbeit, sich so ein Bild von der anderen Seite zu machen. Und das eine ist ja die andere Seite und das andere ist das Sterben. Also auf das Sterben bin ich noch gar nicht sozusagen thematisch jetzt groß vorbereitet. Ich weiß, das ist auch geklärt und mit meinem Mann besprochen, ich würde in ein Hospiz gehen, also möchte ich gerne. Und weiß auch schon, in welches. Ja, und jetzt habe ich schon wieder einen Faden verloren. Hospiz, Sterben, genau. Das Sterben ist aber noch nicht dran. Ich habe das Gefühl, das wäre jetzt so auf Vorrat Informationen bunkern, die ich gerade noch nicht gebrauchen kann. Ich habe ja das Buch Reisebegleiter für den letzten Weg ziemlich am Anfang gelesen und das hat mir schon mal ein wunderbares Bild gegeben. Oder auch Jung, Schön, Krebs. Ich weiß gerade nicht, wie die Bücher von Recover Your Smile, also... Ach, jetzt habe ich da gerade einen Filmriss. Den Reisebegleiter kenne ich auf jeden Fall auch. Und, Nana, also Nana ist genau. Ist das nicht Jungschönkrebs? Irgendwie sowas? Ja. Genau, das habe ich leider sehr spät entdeckt irgendwie oder ich war vielleicht auch noch nicht bereit dazu. Aber diese Bücher haben mich schon, da fühle ich mich schon ganz gut vorbereitet. Und ich habe jetzt gerade eine liebe Mitpatientin, die im Hospiz liegt und wo es sozusagen. Ich sage es jetzt mal so salopp, um mich so gerade so ein bisschen zu distanzieren, in die Gegend gerade geht. Und ich war zweimal bei ihr und ich kriege viel mit jetzt mittlerweile. Ne? Aber ich merke auch, es ist noch nicht dran. Ich habe viel vorbereitet, Testament und Patientenverfügung. Das ganze administrative Gedöns ist ziemlich fertig. Ich habe auch meinem Mann einen Ordner angelegt, wo er die wichtigen Infos findet. Also das ist gemacht, Beerdigung und so, wie ich es haben will. Ich möchte es lustig, bunt und gestreift. Nee, alle sollen in gestreift kommen, aber ist noch nicht so weit. Ich habe auch im Moment keine Zeit. Ja, nee. Tut mir wirklich leid. Genau, nee, ist ja auch noch nicht so weit. Ich bin lebendig und dank Leon, dem Profi, wird das auch noch. Dauert das? Ja, das will ich hoffen. Ja, das ist ja meine Erhaltungstherapie. Und jedes Jahr, dass ich schaffe, mit den Medikamenten und der Unterstützung und auch eine Chemo würde ich wieder machen, obwohl ich gerade keine haben will, bringt mich wieder in die Nähe von neuen Medikamenten, die entwickelt werden und die mir wieder eine längere Lebenserwartung bescheren. Und ich eifere ja auch gar nicht Johannes Hesters nach. Ich habe nur einfach noch was vor. Das ist gut. Das ist auch gut so. Ich fand das jetzt ganz spannend, weil ich ja auch im Palliativbereich unterwegs bin und es wird kontrovers diskutiert, ne? Viele wollen dem Tod nicht ins Auge blicken und sprang mich gerade so an, dass du sagst, und jetzt möchte ich mich damit befassen. Das machen doch sehr wenige, leider, finde ich. Verbindung. Es ist ja auch echt. Natürlich. Klar, aber eigentlich, also nicht nur eigentlich, wir sterben alle irgendwann. Ja. Und je früher wir uns damit beschäftigen, umso einfacher dürfte es dann werden. Ja. So der Plan. Ja, absolut. Und es ist auch immer schwierig, wenn dann, also es war ganz am Anfang, dass da die Leute immer, du schaffst das und Chaka und Mut gemacht haben. Es ist ja auch alles total toll. Vielleicht fühlte ich mich ganz schön unter Druck gesetzt, weil... wenn ich es nicht schaffe, habe ich dann verloren. Und ich will kein Verlierer sein. Also selbst wenn ich an dieser Erkrankung dann irgendwann vielleicht sterbe, ist dann ja vorher auch noch der berühmte Ziegelstein auf den Kopf fallen. Ja. Aber angenommen, es ist die Schnieptröte, die mich dahin rafft, dann habe ich nicht verloren. Ich will nicht als Verlierer von dieser Welt gehen, auch nicht als Opfer. Und ich will nicht, dass in meinem Nachruf steht, hat den Kampf gegen eine lange Krankheit verloren. Da könnte ich kotzen, wenn ich... Ja, ich auch. Ich kotze regelmäßig ab, wenn bei Facebook hat den Kampf gegen eine lange, schwere Krankheit, bla 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 bla. Das ist Kriegsmetaphorik, die hasse ich wie die Pen. Das ist scheiße. Ja, auf den Punkt gebracht. Ja, ich finde es scheiße. Ja, stimmt, da stimme ich dir zu. Ja. Ja, denn... ja, das ist doch nicht, nein, das hat nichts mit Gewinnen und Kämpfen und
Nee, wenn man ins Kämpfen geht, dann verliert man viel zu viel Energie. Ja, und du hast den Feind ständig im Blick und verlierst das Leben aus den Augen. Deswegen ist mir auch so wichtig, mich auf das Sterben vorzubereiten, weil wenn ich das im Sack habe, dann bin ich wieder voll im Leben. Also dann kann ich sagen, das kann ich zur Seite packen, ich bin vorbereitet. Und jetzt kann ich mich aufs Leben konzentrieren. Weißt du, eine Hebamme machen Geburtsvorbereitungskurse. Mhm. Wenn wir heiraten, planen wir ein Jahr und länger unsere Hochzeit. Wenn wir Kinder haben gerade. Genau. Und was ist mit Sterben? Wieso soll ich mich denn darauf nicht vorbereiten? Das ist einer der wichtigsten Schritte in meinem Leben. Also und das müssen immer die anderen dann planen. Da haben wir selber nichts damit zu tun. Ja. Und ich habe gerade gestern, glaube ich, einen Post geteilt, wo es um die letzte Party von einem Daniel ging. Hast du das auch gelesen? Oh. Ja, ich habe auch sehr geweint. Ja, aber ich habe geweint vor Glück. Ich habe wirklich vor Berührung und Glück. Da war nur ein Teil Trauer. Es war ganz viel Glück. Das ging mir ähnlich. Ich fand das einfach schön, dass es beschrieben wurde. Ja. Und dass genau dieses meine letzte Party, das blieb mir so im Hirn hängen. Ich finde das so einfach so genial. Und es waren ja noch ein paar Bilder dabei, wo wirklich gezeigt wurde, das war fröhlich, das war voller positiver Energie war da einfach zu sehen. Ja. Und da müssen wir hin. Das ist natürlich ein echter Weg, aber ich finde das spannend und danke, dass du uns da auch ein bisschen einen kleinen Einblick so gewährt hast. Sehr gerne. Also so oft wie jetzt in diesem Gespräch, ja, das habe ich auch, dass ich diese Nachrufe scheiße finde und so, das habe ich auch noch nicht so öffentlich kundgetan. Ja. Ach, das macht nichts. Nee, macht nichts. Also wieder einen Schritt mutiger geworden, kein Wunder. Ich habe es ja hier mit einer Ermutigerin zu tun. Sagen, aus mir rauskitzelst, machst du doch einen guten Job. Das passt auch ganz gut. Ich wollte jetzt nochmal zu dem Lebensmut zurückkommen. Ja. Ne? Dein Buch, wo ich heute erst entdeckt habe, wie du wieder zu neuem Lebensmut gefunden hast. Welche Rolle spielt der Lebensmut? Also Claudia Kardinal hat mich mal kürzlich in einer Sitzung gefragt, was ist denn der Lebenssinn? Und ich hatte keine Antwort. Mhm. Und kaue auch immer noch so ein bisschen auf dieser Frage rum. Und dann haben wir gemeinsam versucht, irgendwie zu erörtern, was ist denn der Sinn des Lebens? Und das ist ja eine große Frage, die sich so viele Menschen stellen. Oder alle, keine Ahnung. Und wahrscheinlich so ziemlich alle. Ja, und ich glaube, um Lebensmut entwickeln zu können, brauchen wir Sinn. Also indem ich jetzt dieses Buch schreiben durfte, indem ich anderen Mut machen kann, habe ich wieder einen Sinn gefunden, der mir eine Weile abhanden gekommen war. Klar, wenn ich in irgendeiner getrübten Gestimmtheit bin, ist der Sinn wenig. Also klar hatte ich immer vordergründig Sinn, ja, ich will für meinen Mann noch lange leben und ich will für die Hunde lange leben und für meine Freunde. Aber ich muss den Sinn auch aus mir selber quasi schöpfen, also oder für mich selber. Und ich bin einfach jemand, der gerne andere Menschen unterstützt. Das ist auch meiner Biografie geschuldet, weil ich meine Mutter immer auch sehr gestützt habe mit ihren Depressionen. Also war halt lange meine Rolle da so ein bisschen die Fäden. Also ich fühlte mich als Kind immer verantwortlich, die Fäden in der Hand zu haben, meine Eltern nicht emotional abkacken. Ich bin heute echt voll so auf Kack. Aber das war eine gute Ausbildung, die du da schon bekommen hast, ne? Ja, ein gutes Trainingscamp. Und das ist einfach, das gibt mir Sinn, wenn ich anderen dabei helfen kann oder andere ermutigen können, nicht in die Depression zu fallen. Ich hatte ja auch schon Depressionen. Da oute ich mich jetzt auch mal. Also ich nenne das jetzt Burnout. Es war auch ein Burnout, aber machen wir uns nichts vor. Es sind Depressionen und Überforderung. Und der Burnout war ja sozusagen auch meine Weiche für die Selbstständigkeit. Mhm. Und auch da bin ich rausgekommen. Und ich habe mir gesagt, als die Krebserkrankung kam, eine Depression will ich nicht on top. Das hatte ich schon. Ich weiß, wie das geht. Ich weiß, wie kacke das ist. Aber schon wieder. Also wenn ich erstmal im Rausch bin. Kacke Rausch. Ja. Ich mache dann nachher einen Piep-Ton drüber. Der Piep, genau. Und ich möchte keine Doppeldiagnose. Mhm. Deswegen finde ich Lebensmut machen ganz wichtig, damit es nicht zur Doppeldiagnose kommt bei Krebsis, weil viele fallen ja wirklich in eine Depression.
Und klar, ich hatte depressive Zustände auch, aber die haben nie länger als 3 bis 4 Tage angehalten. Und da habe ich gemerkt, es ist noch keine Depression. Manchmal sind sie ja auch ganz gesund, um einfach zu sich selber zu kommen und aus dieser Depression wieder einen neuen Lebensmut zu schöpfen. Also die braucht es manchmal auch. Ja, leer waren, alle Tränen mal raus, alle Ängste raus, alle Wut raus, alle Verzweiflung muss raus aus dem Körper irgendwie. Und dann ist das wie so eine Reinigung. So. Es fühlt sich nicht schön an, aber es ist wichtig und wertvoll. Ich weiß es inzwischen auch als wertvoll zu schätzen. Ich nenne das immer Vermausung. Also wenn ich eine Akutvermausung habe, dann will ich niemanden hören und sehen, bin auch selten bei Facebook und motte mich ein, also igel mich ein, habe die Hunde um mich, mein Mann und gut ist. Das reicht ja auch, ne? Schon ganz schön viel. Also da denke ich, traurig ist das für Menschen, die niemanden haben. Das höre ich ja auch oft, die gerade nicht in einer Partnerschaft sind oder die Freunde haben oder denen die Freunde weglaufen. Oder nicht. Das ist ganz spannend, ja. Das wollte ich dich auch noch fragen, welche Erfahrungen du im Freundeskreis gemacht hast, wenn du da was zu sagen magst. Es sind ja wirklich viele, die sagen, da bricht der halbe Freundeskreis weg. Ja, und, so schlimm war es bei mir nicht. Also ich kann auch nicht sagen, dass so richtig Freunde weggeblieben sind. Ich habe teilweise selber ein bisschen eine Distanz geschaffen, weil ich merkte, dass die Freunde Schwierigkeiten hatten, mit meiner Diagnose klarzukommen. Und ich hatte Schwierigkeiten, weil sie Schwierigkeiten hatten. Also ich war noch in der Lage, das aufzufangen. Und dann habe ich sozusagen das so ein bisschen ausgeschlichen. Aber nicht im Bösen. Das ist nicht so, dass ich im Zorn bin oder so. Oder ich hoffe auch, dass die Menschen, bei denen ich mich ausgeschlichen habe, nicht im Groll auf mich sind. Es ist einfach so, man hat sich eine Phase lang begleitet und jetzt in dieser Phase eben nicht mehr. Und dafür sind ganz viele neue, wertvolle Menschen in mein Leben getreten. Und viele Freunde haben sich einfach als solche auch richtig zur Höchstform aufgeschwungen. Also hier möchte ich einfach wirklich mal, ich kann keine Namen nennen, weil ich dann die Hälfte vergesse und das ist dann auch doof. Aber ich habe wirklich Menschen, die mich in den schwersten Stunden, sei es über Facebook-Chat mit Huhu, abgeholt haben und aufgemuntert haben oder zu Untersuchungen begleitet haben. Auch bei der ersten Chemotherapie war eine Freundin mit. Und ich bin reich beschenkt mit den Menschen. Die laufen mir nicht so richtig weg. Also. Aber ich höre das oft. Und das aber es ist so, glaube ich, wie du auch gerade schon gesagt hast, es kommt auch auf den Menschen an, was er dann aussendet. Ne? Du hast gesagt, du hast dich teilweise ein Stück zurückgezogen. Ja. Das erlebe ich eben auch oft. Ne? Wenn dann gesagt wird, die Freunde wenden sich von mir ab. Mhm. Dass man dann erstmal vielleicht nochmal schaut, was mache ich denn? Welchen Anteil habe ich da dran? Absolut. Klar gibt es immer Freunde, die keine Freunde sind und sich genau in diesen Momenten dann auch rauskristallisieren. Aber ich muss auch immer mal bei mir schauen, was sende ich eigentlich aus oder will ich im Moment nicht so was Enges haben? Das ganz genau, das ist ja auch, ne? Das ist was ganz Wichtiges, finde ich, weil ich würde nicht sagen, dass die Freunde, mit denen ich jetzt nicht mehr so eng bin oder im Moment keinen Kontakt habe, sich nicht als Freunde bewährt haben. Überhaupt nicht. Also die haben sich als Freunde bewährt, auch nach der Diagnose. Gleichwohl ist es das, was du gerade gesagt hast, ist es driftet so ein bisschen auseinander, die Lebensentwürfe. Und ich möchte auch keine Belastung sein. Also ich habe ja dieses Mantra, ich bin mit dem Mantra groß geworden, meine Eltern bloß niemandem zur Last fallen. Und klar, das steckt in mir drin. Und ich möchte niemandem zur Last fallen, indem derjenige so befangen ist. Und dann fühle ich mich auch unwohl. Und dann will ich mir nicht zur Last fallen mit dieser... Also es ist so ein Ping-Pong-Effekt irgendwie. Also eine Rückkopplung ist... Eine hochsensible Bloggerin, die grüße ich hiermit, vielleicht guckt sie das, die spricht immer vom Rückkopplungseffekt unter Hochsensiblen, aber es gibt auch den Rückkopplungseffekt in diesen, einer hat Krebs und der andere nicht. Ja, Kommunikation. Ja, Kommunikation. Ist oft bald schwierig, gerade in so einer Lage dann. Ja. Also es ist für alle Beteiligten eine Herausforderung, auf jeden Fall. Es ist wirklich Königsklasse.
Und es braucht, da haben wir wieder den Mut, und es erfordert Mut, sich zu trauen, Fehler zu machen in der Kommunikation mit Erkrankten. Und auch in der Kommunikation vom Erkrankten zum Gesunden erfordert das ganz viel Mut. Und da sind wir wieder beim Mut. Wir können nur lernen, indem wir uns erlauben, Fehler zu machen in der Kommunikation. Und wenn einer sagt, komm, Kopf hoch, das wird schon wieder, dann bin ich zwar kurz angefasst und genervt oder denke, nein, es ist okay, er hat was gesagt, besser als jemand, der überhaupt nichts sagt oder sich komplett zurückzieht. Nein, es ist der hilflose Versuch, sozusagen eine Brücke zu bauen und seiner Hilflosigkeit Ausdruck zu verleihen. Ja. Das war schon fast ein gutes Schlusswort. Ich hätte gern trotzdem noch eins von dir. Ja. Hast du einen ultimativen Tipp für Leidensgenossen und Leidensgenossinnen? Ja. Den ultimativen Tipp. Ja, also der ultimative Tipp ist, ich weiß nicht, ich finde, sich Unterstützung zu holen, den ultimativen Tipp, weil in einer der schwersten Situationen unseres Lebens, wenn wir so eine Diagnose bekommen und nicht von alleine sozusagen wieder gut drauf, nein, also nein, in einer der schwersten Situationen unseres Lebens, schwerste Krise unseres Lebens, ist es ein Zeichen von Stärke, sich Unterstützung zu holen, weil wir brauchen die Selbstwirksamkeit, um wieder alleine laufen zu können. Und wenn ich erst den Kopf unterm Arm trage und depressiv bin, dann bin ich nicht mehr selbstwirksam. Und wenn ich noch ein Fünkchen Selbstwirksamkeit habe und dann einen Sparringspartner habe, so wie dich oder Psycho-Onkologen in der Klinik oder Sterbeamt, dann bestehen gute Chancen, da gut durchzukommen. Ja, das vielleicht noch mal ein Message. Supi, dann sage ich ganz lieben herzlichen Dank an dich für diese Zeit, die wir miteinander verbringen durften und das Gespräch, das wir jetzt noch stundenlang weiterführen könnten. Ja. Ich plädiere jetzt schon mal dafür, dass wir noch mal einen zweiten Teil machen. Sehr gerne. Sehr gerne. Und lade ich schon mal für 2018 herzlich dazu ein. Ja, wir können ja auch wirklich sowas Praxisbezogenes machen, so zum Thema Humor oder so. Humor bei Krebs oder so. Also das wäre cool. Gemeinsame Projekte. Wir hacken was aus. Yeah. Ja, wir hacken was aus mit der Heckmann. Aber das ist gewohnt, ne? So, dein Name ist ja sozusagen das Programm. Das stimmt, genau. Ist auch ein schöner Slogan. Andrea Heckmann, der Name ist Programm. Mein Name ist Programm. Schön. Super. Ich sage danke an dich. Danke dir. Du bleibst gleich noch einen kleinen Moment drin. Ja. Und wir verabschieden uns nun von unseren Mithörern und Mitschauern. Ja, tschüss. Tschüss. Winke, winke.